Im Januar 2021 hat das Projekt Bioenergie Frauenfeld seinen Anfang gefunden. 40 Partner haben sich ein Ziel gesetzt. 12 Monate Zeit, bis das Pionierprojekt neben der Zuckerfabrik steht. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit und einer geballten Ladung Teampower findet jetzt, ein Jahr später, die Inbetriebnahme vom Holzkraftwerk statt. Wir befinden uns hier im Herzstück der Gaserzeugungseinheiten. Hinter mir sieht man eine Linie von insgesamt 8 Linien, welche in Betrieb gesetzt worden ist. Als Brennstoff wird Waldhackgut verwendet. Das Waldhackgut wird hier vorne zugeführt. Es wird in die erste thermische Prozessstufe eingebracht, die sogenannte Pyrolyse. Die dort produzierte Kohle wird in weiterer Folge in den sogenannten Reduktionsreaktor transportiert, welcher das brennbare Gas erzeugt. Das erzeugte Produktgas wird in weiterer Folge in einen Gasmotor, in Strom und Wärme umgewandelt. Hier befinden wir uns in dem Bereich, wo das produzierte Gas verwertet wird. Das erfolgt in einen hocheffizienten Gasmotor, welcher neben elektrischem Strom auch noch Wärme produziert. Strom wird ca. 1 Megawatt elektrisch produziert, Wärme wird ca. 1,5 Megawatt produziert. Hier befinden wir uns jetzt in der Kohleverlad. Hier werden im Jahr von dem gesamten Kraftwerksverbund 3000 Tonnen Biokohle produziert und in weiterer Folge in den hinter mir zu sehenden Big Packs verladen. Die dort abgefüllte Biokohle schaut in etwa so aus und wird vor der Abfüllung in einem Mischer mit Wasser vermengt, damit die Manipulation besser zu realisieren ist. Ein einzigartiges Energieprojekt, das nur dank dem grossartigen Zusammenspiel von allen 40 am Bau beteiligten Partnern hat können realisiert werden. Ab sofort werden die 3 Produkte Strom, Wärme und Pflanzenkohle produziert und bis Mitte Jahr wird das neue Holzkraftwerk auf Vollleistung fahren.